Während die Goldene Horde ihrem unehrenhaften Ende entgegenritt, profitierten vor allem die Rusfürstentümer Moskau und Twer von ihrem Niedergang. Die Herzogtümer hatten sich in aller Stille zu mächtigen Staaten entwickelt, während die Tataren sich untereinander bekriegten. Das Großherzogtum Moskau unterstand einem Fürsten namens Dmitri, dem es gelungen war, den Khan der Goldenen Horde durch raffinierte Politik zu besiegen. Durch die jüngst von Algirdas hinzugewonnenen Gebiete waren er und Dmitri enge Nachbarn. Die beiden Männer umkreisten sich wie wilde Tiere, die nur darauf warteten, dass der andere zuckte. Algirdas machte den ersten Zug. Als Fürst Michael von Twer um litauische Hilfe gegen seine moskowitischen Rivalen bat, war dies der lang ersehnte Vorwand für Algirdas. Zusammen mit dem stets treuen Karstutis, der bereits erste Anzeichen von Müdigkeit und Ohnmacht zeigte, hob er eine Armee aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, glaube ich, von Age of Empires 2. Also, ich möchte nur ganz kurz anmerken, das Intro habe ich jetzt gerade zum zweiten Mal durchlaufen lassen. Ich überspringe das nicht. Das bricht einfach an der gleichen Stelle ab. Ich dachte erst beim ersten Mal angucken, habe ich außersehen irgendwie die Leertaste oder so berührt. Weil ich meine Hand halt da immer liegen habe, ist ja logisch, weil man es halt einfach so in einer normalen Position so da liegen hat. Aber auch beim zweiten Mal hören an der gleichen Stelle dachte sich dann so, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Intro, spiel jetzt mal bitte. Dann halt nicht, ne? Aber ja, tut mir leid. Eilen Sie Michael von Twer zu Hilfe, bevor die Moskowiter ihn töten. Beeilen wir uns! Michael und seine Mannen stehen kurz vor einer Niederlage gegen die Moskowiter. Wo sind meine litauischen Verbündeten? Wir halten nicht mehr lange durch! Ui. Ja, wenn du mit so Schrotttruppen gegen solche Truppen gehst, bist du auch selber schuld, ehrlich gesagt, mein Freund. Dann machst du nichts. Das sieht sogar aus, als würdest du gewinnen. Endlich seid ihr gekommen. Noch länger und ich würde wahrscheinlich tot im Strauch liegen. Na, ganz ehrlich, ich glaube sogar, das hättest du gewonnen. Wobei, jetzt kommen gerade noch ein paar. Das ist ungünstig, dass du jetzt gerade oben stirbst. Aber wobei, geht. Einen habe ich verloren, frech. Das Schicksal ist launisch. Seid dankbar, dass die Litauer euch dieses Mal gerettet haben. Wir werden uns auf dem Schlachtfeld wiedersehen. So viel ist sicher. Kommt, Männer! Zurück nach Moskau! Welche Männer? Dmitri wird sich schon bald von dieser Niederlage erholt haben und neue Soldaten aufstellen. Wir müssen ein Lager errichten und uns auf einen langen Krieg vorbereiten. Alles klar. Wir haben ein paar Ressourcen und wir speichern schon mal direkt hier, ne? Ist ja schon mal klar. So, du kannst schon mal hingehen, direkt ein Holzlager dahin klatschen. Hier haben wir Stein hier. Alter, hat ein großes Lager da. Cool. Ja, ihr geht direkt mal da eine Mühle machen. Hat da nichts zu tun. Ihr beide geht schon mal einen Stall machen und eine Kaserne. Du kannst schon mal kurz scouten gehen in der Umgebung hier. Du kannst schon mal bitte auf weite Entfernung scouten gehen. Zwicky. Du machst neue Einheiten, die direkt da auf Holz gehen. Die Säge machen wir natürlich noch nicht. Drei Felder Wirtschaft auch nicht, das ist Quatsch. Du gehst bitte den ganzen Rest so ein bisschen scouten, kommst wieder her. Michael und Dmitri kämpfen seit vielen Jahren um die Stadt Vladimir. Wir sollten sie besetzen und ihre Bewohner zwingen, ihre Waffen in unserem Namen zu führen. Okay, lesen wir uns mal ganz kurz eben die Ziele durch. Also, zwingen Sie die Moskowiter zur Kapitulation, indem Sie mindestens 6 ihrer Nahrungslager zerstören. Errichten Sie ein Lager und bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Was ist denn das für ein Ziel? Das musst du doch sowieso machen, oder nicht? Naja. Erobern und halten Sie den Palastmonument in Wladimir, um die Stadt zu unterwerfen. Ich wusste gar nicht, dass der Wladimir ein Monument ist. Ja, Wladimir, wieso bist du denn ein Monument? Vor allem, wieso müssen wir in dich? Entschuldigung.
Ach, ich liebe es jetzt, die Trash-Torten, ne? Wir könnten auch noch ein Dorfzentrum bauen, aber ich habe zu wenig Holz dafür, ne? Schade. Okay, das ist eine Burg. Ach, die Mongolen sind schon wieder da. Natürlich. Ich würde gerne noch ein Dorfzentrum bauen, aber wohin? Hier so rein? Schön in das Holz und so? Oder weiter nach oben? Ich würde sagen, der zu meinen Verbündeten ist eigentlich ganz gut. Soprato. Mach mal noch einen rein. Hallo, ich will beide. Doppelklick geht nicht. Mein Gott. Fresh. Da ist ein Bär. Okay, hier wird ein bisschen gekämpft. Aber es sind alles nur Ritterzeit-Units, also alles in Ordnung. Sweetie. Du machst ein Feld. Kaiser-Käse. Mhm. Ja, nee, dann könnt ihr auch ruhig in Holz bleiben, weil wir brauchen jetzt erstmal Holz. Das ist schon in Ordnung. Die Rehe werden hier eh noch ein bisschen entspannt gejagt. So, schön einen nach dem nächsten hier, einen nach dem anderen so. Passt. Super. Da ist eine Reliquie, das ist gut. Da müssen wir uns direkt gleich ein Kloster machen. Komm, du mal. Hallo, komm her. Hä? Ich denke immer, es sind 150. War das vielleicht mal 150, das Kloster? Kann das sein? Weil ich habe immer 150 im Kopf. Das habe ich doch bestimmt nicht im Kopf, einfach nur, weil ich... als ob ich das mich immer vertue dabei. Krass. Oder es waren mal 150, das kann ja auch gut sein. So, bitte da dran. Eieiei. Wie viele Rehe wir hier haben, oh mein Gott. So, da die Reliquie bitte holen. 8 Minuten haben wir noch, also bräuchten gleich auf jeden Fall bitte auch noch einen Marktplatz für eine Burg. So. Das sind auf jeden Fall ganz viele rote Units. Hier haben wir die ganzen Handelshöfe und so. Ihm geht's auch einigermaßen gut hier. Weißt du, der hat sich zwar eingebaut, aber hat keine Verteidigungsanlagen, ne? Ja, perfekt. Sammelt aber gut Ressourcen, der Junge. Nice. So, du gehst danach bitte hier hin. 1, 2, 3. Das ist wichtig, damit wir nämlich gleich kurz eine Burg bauen können. Setzen wir bitte schön hier hin, nehmen das Gold und nehmen die Felder, die dann hinkommen. Dann kannst du da oben das nächste Holzlager bauen. Wir werden uns jedem anschließen, der uns vor der goldenen Horde beschützen kann. Helft uns, die Löcher in unseren Mauern zu stopfen, und wir leisten Unterstützung. Gerne. Klingt doch nach einem Plan. Dann kommst du jetzt mal ganz kurz mit. Und gehst einfach mal hin. Soprato. Das ist doch ein netter Plan. So, Nebenziel. Reparieren Sie die Stadtmauer von Rajasan oder wie auch immer, Rajasan, indem sie in den Lücken durch flaggenmarkierte Stellen eigene Steinmauern errichten. Ich dachte sogar Türme oder so, weil es sind echt nur Mauern, die du haben willst. Ja, Kumpel, ganz ehrlich. Das ist ja gar kein Problem. Was ist eigentlich euer Trend, mit Gebäuden in der Wand zu haben? Hier auch und da auch. Interessant. Oder hier, ich meine, Burgen gehen dann auch irgendwie, aber der Rest ist irgendwie komisch. Wieso? Naja, müsst ihr wissen. So, mehr Dorfbewohner. Holzhacker sind jetzt gut dabei. Ich habe das Feld habe ich daneben gesetzt, aber ist egal. So, zack. Ja, das passt so.
Ihr drei geht danach bitte da und da. Der scoutet noch ein bisschen. Ups. Das ist schade. Dann gehst du halt bitte darum. Falls du schaffst. Ansonsten müssen wir gleich kurz ein paar Einheiten ausbilden. Geht auch. Okay. Hier ist auf jeden Fall ganz viel Zeug. Aber wir können einfach so reinlaufen. Das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. Nett. So, du kannst schon mal bitte herkommen. Ding. Entschuldigung, mein WhatsApp. Zack, zack, zack bitte. So. Das sollte reichen. Dann machen wir ganz kurz in die Felder noch zum Abschluss hier. Zack. Und von hier oben nehmen wir noch mal ganz kurz welche weg. 10 Stück, das ist gut. Die gebe ich jetzt Gold hacken. Ich habe zwar schon 4 Goldhacker, das war egal, ich brauche gerade ganz viel Gold, also geht hier einfach hin und hack Gold. Der will Rehe jagen und kriegt aus dem Maul durch Wölfe. Schickt sogar extra einen Soldaten hier hin, guck mal an. Ist ja witzig. Ey, die kommt sogar durch, glaube ich. Ja, nice. Ja, das ist gut. Wir speichern mal ganz kurz. Ich finde, ich bin gerade eigentlich ganz gut unterwegs hier. Aber wobei, wir machen das auf die 2. Sicher, sicher. Hallo, speicherst du bitte? Wir schicken wohl Algirdas und Kerstutis mal in die Burg rein, weil die müssen jetzt nicht unbedingt hier überall drauf gehen. Das wäre auch ein bisschen Quatsch, ne? So, kurz ein bisschen Zeug verkaufen. So. Und wir könnten noch ein paar Dorfwunder machen eigentlich, oder? Na, ja, wir gehen mal auf 60 mindestens. Wait a second. Hey, du wurdest ja getötet. Das ist ja frech. Wir können ihn doch nicht einfach so umbringen. Was soll das denn? Eieiei, Leute. So. Mein Gott, ich hasse das ja, ne? Gehst du bitte bauen jetzt? So, dann brauchen wir auf jeden Fall gleich eine Schmiede noch. Mach bitte zu dann. Versuchen so einigermaßen uns einzumauern. Muss ja nicht schön aussehen, aber es muss funktionell sein. Passt. Gold haben wir auf jeden Fall eine Menge jetzt. Das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, dass wir da jetzt unbedingt Gold hacken, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt vielleicht doch ein bisschen zu hoch geschossen, so. Aber ist auch okay. Dann brauchen wir jetzt eigentlich noch viel, viel mehr Nahrung. Das reicht dann auch schon wieder. So. 6 Stück. 7, 8. Müssen wir jetzt 60 Stück haben. Das passt. Dann geht ihr 8 Stück. Während ihr Litauer um den Thron gestritten habt, habe ich bereits mit den blutrünstigen Nachfahren des Großkhans gekämpft. Ich lege euch nahe, euch zurückzuziehen, solange ihr noch könnt. Wie wär's, wenn ich ein bisschen entspannt, Kollege? Du bist so voll unentspannt irgendwie. Hä, ist die doch gestorben? LOL! Das ist ja auch eine Leistung. Okay. Ich warte noch ganz kurz auf Elite-Leiter, das halte ich, glaube ich, für einen ganz guten Plan. Kaiser Gieße. Zweke. Okay, da geht es gerade ein bisschen ab hier. Kaiser Gieße. Scheiße. Oh, wobei. Na dann. Wir gehen doch mal ganz kurz weg. Sicher, sicher. Hey, das ist nicht richtig hier weg. Frechheit. Na gut. Flieht, ihr Narren. Nun gut, zurück in die Arbeit. Reicht doch schon. So. Okay, der wird sterben. Schade aber auch. 5 davon, ein paar Leiters. Jetzt geht's nämlich hier mit Leiters los. Zweki?
So, bitte mal den hier. Läuft, Loser. Dann halt so. Zack, zack. Damit wird gekämpft, das ist super. Mit an Holz bitte. Okay, da kommt doch schon ein bisschen Zeug zusammen, bin ich ehrlich. Ach, die kommen nicht durch. Loser. Hä? War da ein Holzfäller dabei? Ich werde immer wieder verwirrt, du. Nein, ist auch egal. So, gehen wir bitte ganz kurz. Ah, nee, ihr müsst bitte ganz dringend dahin. Die Rampe kaputt machen. Hoppala, sind die die Sammelpunkte weg. Cool. Dann machst du da bitte gleich nochmal ein Holzfäller hin. Dann halt dahin, ist auch okay. Ja, da bitte. Sehr schön. Du machst bitte das hier. Hier machen wir auf jeden Fall gleich die Panzerung. Und dann sind wir wieder gut vorbereitet. Ich habe jetzt hier vielleicht ein bisschen viele. Haben wir genau wieder 60, das passt. Unsere Späher berichten von Kriegern aus der Steppe, die wie Geier um unsere Stadt kreisen. Doch unsere Stadtmauern sind noch immer nicht repariert. Bitte, Algirdas und Cass Dutis, lehnt unsere Bitte nicht ab. Mach ich doch gar nicht, Kumpel. Aber was soll ich denn machen? Der geht mir halt übelst auf den Sack, der Junge. Ich werde mich nicht hinter meinen Mauern verschanzen und den Litauern den Ruhm überlassen. Algirdas und Cass Dutis, sagt mir, wo meine Armeen gebraucht werden, und ich werde da sein. Ein Verbündeter, der was machen kann? Da bin ich jetzt immer gespannt. Erobern, genau, das war das. Markieren Sie Ort auf der Minikarte mit Leuchtsignalen, um Michael von Twer mitzuteilen, wo er angreifen soll. Ja, safe. Einfach hier. Wie ihr wünscht. Meine Soldaten sind schon auf dem Weg. Nice. Ich meine, macht er eh schon, aber nett fragen kostet er nicht, ne? Könnt ihr den bitte ganz kurz... So. Zack, du bist jetzt unsere. Also, die hier, erstmal hier das machen. Danach machst du bitte Nummer 10 Leiters. Sveiki. Hä? Komm so. Emi Kastun. Kaise Emi Kastun. Kaise Kastun. Emi Kastun. Esch pasiruošas. Komm so. Close so. Emi Medžiatun. Sveiki. Emi Kastun. Oh Gott, Entschuldigung. Kaise Kise. Emi. Du machst bitte. Ein paar Kasernen hier. Emi Statitun. Das ist wichtig. Noch eine Hütte. Wie seid ihr jetzt hier gelandet? Was ist denn das für ein interessanter Weg gewesen, lol? Alter, die gehen ja auf halbe Weltreise. Alles klar, müssen die ja wissen. Wobei, nee, das ist schon ganz gut Sammelpunkt eigentlich, passt schon. Ja, bringt ihn kurz um. Er will ja unbedingt sterben, dann helft ihm. So, könnt ihr jetzt bitte hier hingehen? So, und du gehst jetzt bitte bauen. Eieiei. War auch irgendwie Anlag gibt, da müssen wir das laufen hin und her, ne? Schon schwierig. Was ist eigentlich mit den Mongolen hier? Sind die da irgendwie noch relevant oder so? Oder kommt dann nichts mehr? Aha, da sind sie ja, die Wegelagerer. Eine Frechheit. Jetzt habe ich sie bewegt, jetzt kann ich nochmal neu die ganzen Hotkeys setzen. Danke. Ach, guck mal an, die steht sogar genau, davor. Frech. Ja, da kann natürlich die Dorfbewohnerin natürlich nicht durchkommen, ist ja klar. Aber jetzt ist frei. Amy Statitum, Amy Statitum. So, haben wir es jetzt hier? Gut, dann können wir noch ganz kurz das machen. Weitere Leites rausballern. Nein, das war Quatsch. Wir warten ganz kurz, bis die Kaserne fertig ist. So, zack, machen wir direkt 20 Stück da rein. So, haben wir 30 insgesamt, passt. Du machst danach bitte nochmal eine Universität. Dann am besten noch so ein, zwei Schießanlagen. Die kannst du ruhig hier hinten hinsetzen. Emi Statitum. Emi Statitum. Emi Statitum.
Wieder schön. Was ist mit euch? Warum wollt ihr nicht Holz fällern? Ich müsste jetzt nicht unbedingt, ne? So ist ja nicht, aber wäre schon cool. So, während die jetzt noch entspannt am Bauen ist, können wir uns wieder zurück verpissen. Schön Jungs zurückholen. Cool. Er macht Kavaliere. Er baut eine Imperialzeit-Unit. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der irgendwas macht. Ich dachte, er wird vielleicht ein paar Ritter oder sowas machen, aber der geht ja richtig gut darauf hier. Mein Gott, Junge. Der hat sogar Rüstungsforschungen. Stark. Unser Dank gilt euch, Algirdas und Kays Dutis. Dank eurer Hilfe wurden die Löcher in unseren Mauern repariert. Wir werden die Horde so lange wie möglich in Schach halten. Danke. Zack. Und rein. Ja, dann gehen wir halt hin und holen uns das Monument. Würde ich sagen. Das ist doch jetzt eigentlich so der nächste logische Schritt, oder nicht? Da oben ist Stein, ja endlich. Das habe ich schon die ganze Zeit irgendwie gewartet. Drauf gewartet, so. Direkt hingehen und sammeln bitte Jungs und Mädels. So, ihr drei habt nichts mehr zu tun, das ist natürlich gar kein Problem. Ihr könnt jetzt mit hingehen und, sammelt Daria. Okay. Da steht einzelne Ramböcke, stark. Aber weißt du was, komm. Wie ihr wünscht. Meine Soldaten sind schon auf dem Weg. Wo sind eigentlich die ganzen... Achso, da unten sind die ganzen Ritter. Kavaliere, sorry. Nice. Schön reingehen, Jungs und Mädels. Kaiser Giese. Ihr gebt mir bitte da, ganz zu Steven, die finden. Passt schon. Der Lidende macht wahrscheinlich nur Ritter, aber der macht wenigstens schon mal Bojan, ist auch schon mal was. Rechne mich ja auch schon hoch an. Du gehst einfach mal hier hin, machst da mal bitte ganz kurz. Einfach 15 Stück davon, passt schon. Und mach mal hier einfach noch so ein Ding. Hier machen wir so ein paar Flügelhusaren einfach, weißt du was? Das doch eine Die Tataren haben sich vor unserer Stadt formiert. Diese Schlacht wird zweifellos in die Geschichtsbücher eingehen. Was? Moment. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich dachte mir gerade so, habe ich jetzt einen Fehler gemacht mit dem dahinbauen? Habe ich jetzt oder habe ich irgendwie so, hä? Weil da oben ist ja die goldene Horde, das sind ja die Mongolen. Und war jetzt gerade verwirrt so, Tataren? Moment, aber ich bin der Litauer. Aber was meinst du mit Tataren? Meinst du jetzt die armen Slaven hier oder was? Was haben die denn getan? Weißt du was? Also vor allem hier oben ist halt die Horde. Ja, da war jetzt ja wohl gerade ein. Also ich das will ich schon fast als Fail abstempeln, ehrlich gesagt. Ist ja doof. Positionsfahrt, die Schlange ist voll. Schön. Haben alle wichtigen Forschungen drin. Die hat mal wieder nichts zu tun, warum auch immer. Irgendwie hören die alle auf zu arbeiten. Verstehe ich nicht. Okay. Er kann sich gut wehren. Nicht schlecht. So, hier mach das Ganze mal auf die Null. Zack. Wir helfen ihm natürlich ganz kurz ein bisschen. Kill ihn. Peaks. 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 Okay, da kommen gerade ein paar Leute an. Wir helfen dir einfach. Kein Problem, Kumpel. Was ist da oben los? Perfekt, jetzt greift er mich ja an. Super. Ich höre es brennen. Hör ich hier nicht ein Brandgeräusch? Doch da! Lol, das Haus brennt! Cool.
Er muss jetzt nicht sein, ne? Weiß ja nicht. Warum denn mich jetzt hier angreifen? Und Tribok sogar auch. Das ist schon ein bisschen frech irgendwie, finde ich. So. Ach, jetzt hilfst du mir, ja? Das ist ja früh. Husarenangriff! Oh, das ist so schön anzusehen. Machen wir lieber raus. Passt nicht ganz. So, mein Freund. Ich wollte dir eigentlich helfen, aber es hat sich gerade erledigt. Ich verpiss mich. Das ist voll ungemütlich bei dir. Mehr Leites, bitte. Stück. Wenn gleich noch ein paar mehr da sind, passt das schon wieder. So, hin und her laufen, bitte. Und dann sind wir eigentlich schon auch ganz safe, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, der Lina ist halt ein kompletter Kacklappen, aber der war auch nicht so teuer, waren ja so ein, zwei Mauerstücke, also von daher passt schon. Das ist in Ordnung. Tja. Hier steht hauptsache einer rum, so, mit so 3 HP. Der Orange, ich meine, der macht wenigstens Kavaliere, das muss man ihm lassen, aber viel erreicht hat er jetzt auch noch nicht hier. Naja. Kann ich eigentlich sagen? Ich muss euch dieses Mal leider enttäuschen. Ich habe derzeit nicht genug Soldaten für einen Angriff. Okay, ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, dass du dich sammeln sollst quasi. Ach, jetzt wird... Ach. Dein Ernst? Du Kackplänkler, verpiss dich. Kräfte so den Dorfbewohner hier an, den Einzelnen da. Und trifft ihn nicht mal. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man inkompetent ist. Du bist aber auch irgendwie doof, ne? Du kannst ruhig zum Arbeiten dahin laufen. Er hat es sogar geschafft abzulassen von mir. Nice. So, da kommt gerade schon irgendwie ein Kacktyp angelaufen. Bringt ihn bitte um da. Danke. So, ihr könntest du die ganze Zeit hier hingehen, da eine Burg hinsetzen. Zurück an die Arbeit gehen. Und die nächste Burg setzen wir auch noch gleich hier irgendwo hin. Irgendwie hier links auf den Hügel oder so. Geht das eigentlich? Ich will auch nur den Umriss sehen. Komm schon, das kannst du auch wohl zeigen. Dann halt nicht. Weil ich glaube, die Universität ist, glaube ich, genau gleich groß, ne? Ne, da müssen noch ein paar Wunder für werden. Da bitte. Mach mal bitte alle Bäume weg. Danke. So ist schon mal gut anzusehen. So, meine Herrschaften, es wird Zeit für euch, hier rein zu marschieren. Die Goldene Horde können wir auch mal langsam besiegen, dann irgendwann mal. Oh, das sieht doch schon alles ganz gut aus. Hallo Ritter und so, wie geht's euch? Ich komme gerade mit Elite Light, das möchte euch gerne die frohe Kunde bereiten, dass ihr jetzt alle sterben werdet. Da ist eine Reliquie, die habe ich ja gar nicht gesehen. Da war Wale. Die habe ich nicht mitbekommen. Wladimir wird jetzt auf unserer Seite kämpfen. Solange wir den Stadtpalast gegen unsere Gegner verteidigen können. Die Frage ist, wenn ich jetzt weggehe, snackst du mit denen wieder weg oder muss ich jetzt dabei stehen bleiben? Geht das? Er ist verbündet. War auf jeden Fall der einfachste Angriff, den ich hätte machen können, so. Krass. Ich habe mich jetzt irgendwie auch ein bisschen schwerer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Huch, was geht denn da oben ab? Da war Wale, ja. Okay. Jetzt greifen noch Wölfe an. Bisschen random, aber es ist okay. Diddling. Ach ja, die Mongolen. Ein herrliches Volk. Kaiser Gieße. Dann machen wir noch eine hier. Das ist auch okay. Da wäre auch noch eine kleine Erhöhung gewesen, da passt die aber auch nicht hin, also passt schon. So, und die Einheiten sammeln wir jetzt einfach mal da auf dem offenen Feld. Genau hier mittendrin. Schön.
Wir haben noch Platz für mindestens 20 Stück. So. Warten noch eben ganz kurz auf den Tribok. Echt jetzt? Close. Close. Dorfbewohner, dein Ernst? Auf das Niveau gehst du runter? Emi Kastun. Echt jetzt? Hä? Wo, hä? For real? Erst bei Siroshas. Boy, das meinst du nicht ernst? Emi Statitu. Kaiser Gizir. Firmina. What the fuck? Na gut, dass ich nicht verteidigen muss, gehen wir einfach jetzt woanders hin. Huch! Er greift ja sogar an. Nice. Das ist ja nice. Angenehm. Dann können wir jetzt, der Lilane hat kassiert! Das war ja ein richtig guter Verbündeter. Nice. Der hat mir nichts gebracht. Stark. Wie ihr wünscht. Meine Soldaten sind schon auf dem Weg. Was hab ich getan? Achso. Jetzt greift er hier an. Ja, dann mach mal, was du willst. Das ist schon okay. Zack. Ach, weißt du was? Die können eigentlich auch mit angreifen. Einfach rein da. Komm, geht schon. Mehr Leitis bitte. Wir haben eh genug Rohstoffe. Passt schon. Alle schön rein da. Wobei, hier kann gerade ein Angriff. Geht erstmal dahin. Das geht auch noch ein bisschen besser dann. So. Kommst du hier raus? Oh ja, Tatsache, das ist Lücke. Kaiser Gieße. Ach, ist eigentlich auch egal. So, wie sieht's aus hier? Hervorragend. Ey, was für ein Kacklappen der Lilane ist, ne? Ohne Scheiß. Ich bin immerhin repariert er noch irgendwie was hier, aber meine Güte. Das ist so ein Verbündeter, wie man sich echt vorstellt. Der kann nichts. So, guck mal, der Orange sieht doch jetzt gut aus. Jetzt kannst du doch mal bitte hier angreifen. Wie ihr wünscht. Meine Soldaten sind schon auf dem Weg. Ah, geht. Ne? Ist ein kleiner Angriff, den du schickst, aber ist okay. Reicht. Geist. Wo kommt der jetzt her? Oh, so. So, die Burg wird gleich fallen und der Mongole stirbt. Weißt du, so fällt man ein mit einer Horde, mein Freund. Das ist eine richtige Horde. Was du hattest, ist ja lächerlich. Ich habe noch keine Chemie geforscht. Fällt mir gerade mal so ein. Zack. So, die erste Burg ist schon RIP. Ja, hier und da ein paar Leitis verlieren ist auch nicht so schlimm. Passiert. Ist zwar ärgerlich, aber mehr als ärgerlich ist es auch wieder nicht. Okay. Hast du eigentlich die Reliquie gesnackt von mir? Nee, ne? Ich frag mich immer noch, wer die hat. Der Rote einfach weggesnackt? Wenn ja, wann? Ach, da kann der Rote auch noch dazwischen. Nett. Ja, soll er machen. Hab ich nichts gegen. Gut. Noch kurz aufs Dorfzentrum gehen. Ja, nice. Ein Rambok, er kriegt auf Fresse. Und weggepiekst. Alter, wie viele Reiter ich schon wieder hab, ne? Mein Gott. Oh, das ist schade hier hinten. Aber müssen wir nicht schaffen. Komm, geht und sterben sie. Mach mal 15, mach mal 20 neue dahin. Das geht schon. Ihr geht ganz kurz die Ecke abchecken, wie es da aussieht. Golden Horde ist ausgeschieden. Hat mir zwar bestimmt gar nichts gebracht, aber ist scheißegal. Wladimir ist an eine feindliche Fraktion gefallen. Wir müssen den Palast und damit die Stadt zurückerobern. Achso, Leute. Das war jetzt ja unnötig, Kumpel. Also weiß er nicht, Jungs, ne? Also, das hätte jetzt nicht sein müssen da. Ja, wie unnötig, Mann.
Rette mit so einem Reiter wahrscheinlich hin. Hat gereicht oder so. Naja. Wir setzen gleich eine Burg vor die Fresse und dann ist schon okay. Jetzt ist er sogar mein Feind. Wahnsinn. Die gehen auch so in den Höchstbietenden quasi, weißt du? Oh Mann. Ja, komm, kurz die 3-4 Slaven da töten, dann ist gut. Wladimir wird jetzt auf unserer Seite kämpfen. Komisch. Solange wir den Stadtpalast gegen unsere Gegner verteidigen können. Kaiseki. Dann setzt doch direkt mal hier eine Burg hin. So. Das hätten wir. Die sammeln wir immer ganz kurz alle zusammen hier. Oh mein Gott, Alter, wie viele ich hab. Super. Ist keine Relikte da, ne? Ja, schade. Hätte ja sein können, dass wir Glück haben. Naja, passiert. So, hier. Er hat's nicht mal bekehrt. Hast du eigentlich irgendwas geschafft hier? Nee, na gar nichts. Ach man, jetzt habe ich mich einmal gefreut, einen fünftigen Verbündeten zu haben und er kriegt nichts geschissen. Ich meine, die Angriffe sehen doch eigentlich sogar ganz okay aus, aber er schafft es dann nicht mal, den kaputt zu machen. Nichts. Der ist doch komplett unangetastet, der Gegner. Belastend. Ah. Okay. Kommando zurück. Hey, wait a second, ich habe noch mehr Dorfbewohner verloren, ne? Ja, schade. Eins, zwei, drei. Das da bitte. Und danach könnt ihr bitte hier hingehen. Ihr rollt darüber. Mit denen zusammen einfach. Mal hier hingehen oder so. Ist eigentlich auch egal. Da ist eine Reliquie. Ah, guck mal. Profi. Natürlich ist da eine Reliquie. Stegos. Das ist auch wichtig. So. Ja, kommt, ihr bleibt jetzt einfach mal hier stehen. Ist schon okay. Passt schon. Ja, macht mal ruhig. Wir haben hier eh mehr als genug, also von naja. Könnt ihr ruhig machen. Ah, guck mal, er hat sogar Stadtmauern. Hier und da. Ja, wir müssen nur kurz die Außenposten zerstören, die Mühlen da, ne? Weißt du was? Da gehst du hin. Ich muss euch dieses Mal leider enttäuschen. Ich habe derzeit nicht genug Soldaten für einen Angriff. Ja, verteidige dich erstmal, Kumpel. Weil selbst das sieht schon knapp bei dir aus. 3 Bojaren sind da drin. Er kriegt schon nichts mehr hin. Mann, was hab ich denn immer so für Lappen als Verbündeten, Mann? Klausau. Emistatitun. Emikastun. Klausau. Komm, geh du noch mithelfen. Emistatitun. Gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Den geht's wieder einigermaßen gut, aber ist er trotzdem Lappen? Naja. Gut. Ich habe eigentlich schon ganz schön lange die Mission jetzt hier gespielt. Eigentlich hätte ich schon längst was tun können. Wer nur die Goldene Horde besiegt, ist schon eine Stunde, führt man mal so nebenbei auf. Hoppala. Ja komm, rein da. Ist ja auch scheißegal. Wir können ja auch gleich noch rüberschießen. Hier haben wir schon mal 2 kaputt. Da ist 3, da ist 4. Und irgendwie 1, 2 Stück, da kriegen wir noch auf jeden Fall von hier unten irgendwie hin oder so. Da müssen wir noch nicht mal reingehen bei dem. Ganz entspannt. Oh, da fehlen noch ein paar. Zack. So, rein bitte. Schön, das Dorf zu zerstören. Nice. Die räumen wir da ganz außen rum. Auch wieder richtig smart, die Jungs. So. Echt jetzt? Ist das nötig? Ist das notwendig? Meine Soldaten sind schon auf dem Weg. Wir haben ein moskowitisches Nahrungslager niedergebrannt. 5 weitere sind noch übrig. So, ihr beide könnt doch schon direkt bitte mal euch zusammenbauen, weil die sind gleich eh fertig. Der ist jetzt erst aufgebaut, jetzt wo der Kampf schon fast zu Ende ist. Nice. Ich bin echt stolz auf euch, Jungs. Kaputt. Schaffst du es eigentlich hier oben? Oder nicht so? Wir haben 2 Nahrungslager zerstört. Es bleiben noch 4. So, hingehen. Jetzt zerstört bitte den Rambock da. Ist nämlich wichtig.
Danke. Die Mitte auch. Ihr bleibt bitte draußen. Ihr müsst da nicht reingehen. Das ist nämlich totaler Schwachsinn. Töten. Rübergehen bitte. Ah, wobei, machen euch das noch ganz kurz kaputt, wenn ihr schon mal dabei seid. Die 2-3 Hits schafft ihr auch noch. Nee! Nicht rammen, bitte. So. Kommen wir da irgendwie hin? Ich hab von hier rüber snipen können wir auf jeden Fall, aber können wir doch hinlaufen? Dann greift halt das Ding an, wenn ihr unbedingt wollt, dann macht kaputt. So. Mach den noch kaputt. Und dann kommt runter, bitte, jetzt. Ihr fahrt da einfach mal hin und zerstört das Ding aus der Ferne. Aber ich glaube, da hinlaufen können wir... Na doch, wir können da rüber, theoretisch. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Ihr könnt trotzdem mal ganz kurz von hier darüber snipen. Das ist schon super. Perfekt. Dann machen wir ganz kurz... mehr Einheiten. Hat vom Gold her genau gepasst. Und die 20 schicken wir ganz kurz darunter. Die Blieder, dann geht es langsam wieder gut. Das ist auch nice. Auch ein bisschen da so... Drei Nahrungslager wurden von den Flammen verschluckt. Achso, da habe ich den Sammelpunkt hingesetzt. Die Hälfte ist hier geschafft. Den Punkt zum Laufen, meine ich. Den Wegpunkt. Ich dachte gerade schon so, warum an das Ding eine Flagge drauf? Ah, ist das doof. Meine Goldhacker sind übrigens, glaube ich, alle gestorben. Naja. Passiert. Wobei, hä, wenn da nur 6 Stück sind, wo sind denn die anderen? Zwecke. Hä? Das müssten doch eigentlich 12 sein, wo sind denn die anderen hin? Geißegieße. Ey, Mr. Dieton. Die quittieren alle ihren Job hier. Auch nett. Das ist eigentlich auch egal, komm, macht schon, was ihr wollt. Guck mal, der Türkise macht mehr als du, Orangener. Du musst nur den Hof zerstören, das kriegst du doch hin, oder? So, runterrollen bitte. Ui. Was geht denn hier ab? Aber mit Kavalieren so, da kannst du nichts gegen meine voll ausgebildeten Leites machen. Also ganz im Ernst, Junge. Das ist RIP für dich. Da siehst du schon den Kräfteunterschied ganz gut eigentlich. Oh Gott, Junge. So, das ist Verstärkung da. Passt genau, wir sind mich jetzt gerade wieder voll geworden hier. Nice. Und runter. Ressourcen haben wir eh genug, also wir könnten hier noch 3 Jahre lang weiterkämpfen ohne Probleme. Guck mal, er kriegt sogar Gebäude kaputt. Der Türkise, ich sag's euch, der macht so viel mehr als dieser Orangene hier. Guck mal. Ja, nicht mal das hier kann er zerstören. Ja gut, der Turm ist wenigstens schon mal 2/3 kaputt, das ist schon mal etwas, aber... Eieiei. Da ist eine Reliquie. Du kannst ja gerne versuchen, die zu holen. Schaffst du bestimmt. Echt jetzt? Wie ist denn da reingekommen? Oh. Sveiki. Eimi dirbtu. Heieiei. Kaisa kise. Eimi statitu. Sveiki. Eimi statitu. Kaisa kise. Und da mitten rein noch. Eimi statitu. Glossau. Und da hinten. Das sollte erstmal reichen für die nächsten 10 Jahre. So, und ihr geht bitte da drauf. So ist gut. Nice, nice. Zack, und ein paar damit zu hinten. Jetzt treffen die Häuser an, Herr. Macht, was ihr wollt. Jungs, kommt schon, bitte. Jetzt wollen die schon extra außen rum hier. Och Gott. Mhm. Schafft ihr das? Ey, wir könnten die Stadt so einfach zerstören, glaube ich, ne? Der hat ja sowas von einem Kräfteunterschied zu uns. Alter! Jetzt sind wir mal die krasse Übermacht hier, ey. Ohne Scheiß. Und das war's auch schon damit. Ach, weißt du was? Wir gehen einfach hier rein. Wozu außen rumlaufen? Aber die können wir ganz zu oben helfen gehen. Er hat's gepackt, ich glaub's nicht. Die Nahrungslager liegen in Schutt und Asche. Bald werden die Moskowiter keine Vorräte mehr haben, um sich zu verteidigen. So, mehr davon.
Reingehen wir, Jungs. So, ihr geht bitte auf den nächsten Hof. Weil viel verteidigen wird er sich wahrscheinlich eh nicht können. Ist nur so ein Gefühl. Das da bitte. Und danach geht ihr bitte da einfach hin. Passt schon. Boah, ich hab ja einen Frosch im Hals. Warum ist die Burg kaputt? Das passt schon. Ihr macht den Turm kaputt. Nein, du kannst dahin gehen. Keine Ahnung, wo ihr hin wollt, aber machen wir bitte nicht. Ey, die sind besser als Ramböcke, ey. Ohne Scheiß. Guck dir das mal an. 5 Nahrungslager sind unseren Angriffen zum Opfer gefallen. Oh lol, hoppala. Wenn wir ein weiteres zerstören, bleibt der ganze Turm von Moskau nichts anderes übrig, als sich zu ergeben. Ich zerstöre mit 4 Verlusten ein Dorfzentrum und das Lager, was er nicht hinkriegt. Optimal. Naja, gut. Müssen die wissen. Ich hab die ganze Zeit einen Froschmolz, ich krieg ihn nicht weg. Das macht Sinn. Meine Güte. So, kaputt. Wir haben 6 Nahrungslager niedergebrannt. Nun werden wir sehen, wie Dimitri seine Soldaten ohne ausreichend Proviant mobilisieren will. Huch. Ihr könnt also kämpfen. Zumindest ein wenig. Freut euch nicht zu früh, Litauer. Ich halte noch immer den uneinnehmbaren Kreml. Uneinnehmbar, sagst du? Nur halte ich für ein Gerücht. Er hält ihn, rundum umzingelt. Er hält ihn. Na gut, muss er wissen. Ich meine, die Karte brauche ich euch jetzt nicht zeigen, denke ich mal, weil jetzt gerade sich alles aufgedeckt hat und ich meine, bis auf so ein paar random Gebäude und Einheiten, die da rumlaufen, wird ja eh nur hier dieser Kreml zu sehen sein. Also was anderes werdet ihr da eh nicht groß bewundern können. Von daher würde ich sagen, passt so. Ja. War eigentlich auch eine coole Mission, muss ich zugeben. Also ich fand die davor zwar noch ein Stückchen krasser, aber die war auch okay. Die fand ich auch gut. Generell die Algirdas und Kerstutis Kampagne ist generell ziemlich nice, ohne Witz. Macht richtig Laune, die zu zocken. Na dann, Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Den vereinten Streitkräften von Algirdas und Kerstutis gelang es 2-mal, in das Herz von Moskau vorzudringen. Doch die Mauern des Kreml brachten ihren Vormarsch beide Male zum Erliegen. Die weißen Kalksteinmauern erwiesen sich als unüberwindbares Hindernis. Selbst Algirdas gab zu, dass der moskowitische Fürst ein militärisches Wunderwerk errichtet hatte. Der Krieg zog sich viele Jahre hin. Weder die Litauer noch die Goldene Horde, die spät in den Krieg eingriff, konnten einen entscheidenden Sieg erringen. Am Ende blieb nur die Möglichkeit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der es allen Parteien erlaubte, ohne Gesichtsverlust in die Heimat zurückzukehren. Die Wahrung dieses Friedens war Algirdas letzte große Tat. Für einen Mann, der derart vom Krieg geprägt war, war es ein seltsames Ende. Doch es bedeutete, dass er bis in den Tod unbesiegt blieb. Wir verbrannten seinen Leichnam nach altem Brauch auf einem Scheiterhaufen, zusammen mit 20 seiner geliebten Pferde und vielen seiner Habseligkeiten. Als die Flammen seinen leblosen Körper verschlangen, starrte ich schweigend in die lodernde Glut. Mein Vater hatte ein Reich geschaffen, das sich von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden erstreckte. Und ich, Jogaila, sollte sein Erbe werden.